Grusel, Grusel, Grusel heißt es wieder bei Let's Play Alien Isolation. Nein, bei Let's Play Adventskalender. Wir spielen Alien Isolation. Wir spielen das Special weiter, die letzte Überlebende. Und so wie ich es verstanden habe, ist es hier die Alien Ripley auf der Nostromo. Und hier rennt ein Alien rum. Wir müssen die Nostromo zerstören, müssen hier drüben den Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren. Aber leider haben wir keine Muni und das Alien geht uns hier gerade ziemlich auf die Nüsse. Wenn man das mal so sagen darf. Elektrik, da waren wir noch nicht. Ist die Frage, wo wir lang gehen. Ne? Ich schätze mal Planetarvermessung. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Oh Mann, das sieht nach einem sehr, sehr gefährlichen Weg aus. Ich würde mich echt freuen, wenn ich mal Muni finden würde. Beim 26 können wir kein Alien grillen, das ist mal klar. Reiß dich zusammen. Es hätte noch immer Jutje Jange. Und da ist gerade ein Alien runtergesprungen. Oh shit. Schnell hier verstecken. Oh, Muni. Für den Ernstfall. Verstecken. Oh. Boah, ich bin erschrocken. Steht sie auf einmal vor uns. Hätten wir wahrscheinlich noch nicht mal viel mit Grillen ausrichten können. Lad mal schnell nach. Okay, wir können auf jeden Fall noch einmal grillen. Ja. Oh. Oh. Ist, glaube ich, gerade weggegangen, oder? Los, Ripley. Schauen wir mal hier rein. Oh, da ist der Muni. Muni, ein bisschen Muni. Etwas atmen. Puh. Hier sonst aber nix. Sorry Leute, dass ich Abspielgeräte nicht bediene, aber ich will ja echt nicht sterben. Oder sollen wir mal? Komm, machen wir mal. Mehr oder weniger sicher abgehoben. Auf den Decks B und C ist es noch dunkel. Der Notstrom ist außer Betrieb, aber ansonsten geht es dem Schiff gut. Um das klarzustellen. Dallas hat befohlen zu verschwinden, bevor wir die Reparaturarbeiten abschließen konnten. Hier sind wir jetzt 10 Monate von der Erde entfernt. Ich werde mich auf keinen Fall mit einem Halbanteil zufrieden geben. Das kann ich merken. Parker. Oh, fuck. Der kommt wieder. Oh oh. Ich glaube, der steht hier gleich wieder vor uns. Oh nein. Nein, geh weg. Okay, müsste weg sein.
Okay, gut. Ist in die Gänge gesprungen. Das heißt, wir können erstmal weiter. Und nun? Wieder so ein Raum, ey. Oh, meinst du, hier gibt's echt mal Muni oder was? Shit. Reiß dich zusammen. Ja, reiß dich doch mal jetzt endlich zusammen. Die meint mich. Mein Stuhl, reiß dich mal zusammen hier. Was bist du für ein Weichei? Es geht um Leben und Tod. Das ist ja kein Kaffeekränzchen hier. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Im letzten Teil. Erinnert ihr euch? Das Alien, das ist hier so schnell durch die Gänge geflitzt, das konnte ich gar nicht grillen. Was denn da? Wieso kommt das immer genau zu uns? Fast. Angst, dass der da gleich runtergejumpt kommt, wenn ich jetzt hochgehe. Flammenwerferöl. Jawohl. Der ist hier. Ich kann jetzt auch nicht da reingehen. Da habe ich nicht Zeit für. Oh oh. Leise. Los, Ripley. Psst. Psst, psst. Leise. Oh Mann. Ach, gut. Ein paar Sekunden Luft. Ist hier zufällig Munition? Nein, okay, wir haben nicht viel Zeit. Wie geht das jetzt hier? Was will er jetzt hier machen? Nix, einfach da durch? Boah, ist das hardcore. Was mich hier nervt, es gibt nicht mal so einen scheiß Checkpoint oder so, ey. Oh! Das spiele ich hier nicht ab. Moment, ich bin doch gerade. Da stehe ich doch davor. Ah, hier. Sollen wir jetzt alle umlegen?
What? Selbstverständlichsystem, bitte drücken Sie den roten Knopf. Ah ja, einmal alle in der Reihenfolge, dann das Viereck und die komischen Balken. Und was jetzt? Aktivieren? Schnell oh, die, du hast doch keine Zeit, Ellen, beeil dich! Das ist der Reitschrauben, du musst nur den Lippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Dann erscheint der kleine Pfeil und dann drücken sie dann drauf. Und schon. Explodiert das Raumschiff auf. Reinzig, aber macht keinen Sinn. Oh, beeil dich doch. Beeil dich, Ellen. Mein Gott, hat die Zeit. Komischer okay. Knopf hinter so einem Schieb. Das war's. Das war's nicht. What? Den ganzen Weg wieder zurück, fuck the Scheiße. Das ist jetzt ein Scherz. Oh. Nein, ich will das nicht. Sollen wir da laufen und dann das Alien grillen, oder? Zur Sprengung des Schiffs beträgt 5 Minuten. Oh. 5, 4. Ich hab gedacht 5 Sekunden, ey. Hinter so einer irgendeiner Tür steckt jetzt gleich ein Alien, ich sag's euch, Freunde. Oh. Boah. Leute, hab ich mich erschrocken. Ich hab gerade schon auf die Karte gedrückt. Scheiße. Der hat es nicht gesehen. Der hat es nicht gesehen. Okay, jetzt aber vorbei. Nein! Was war da los? Ah, okay. Boah, ich wollte schon sagen. Boah, ich hab den noch gegrillt, ey. Okay. Nein, ich will doch gar nicht. Wie kann ich ihn in eine Waffe nehmen? Oh, wie war das denn jetzt? Welche Taste war das? Wie kann ich denn in eine Scheiße? Wie wähle ich denn jetzt hier die anderen Sachen aus, Mann? Ah, da, Flammenwerfer. Okay, gut. Oh. Nein! Boah. Springt einfach da oben runter, das kann man ja nicht wissen, ey. Und ich fail hier mit den Tasten. Boah. Achtung! Okay, 5 Minuten. Zerstörungsmechanismus wurde okay. Aktiviert. Ja. Der Counter zur Sprengung des Schiffs beträgt 5 Minuten. So, wir gehen da jetzt nochmal gemütlich durch. Lalalala. Hier rechts abbiegen. Hier durch. Zweimal links, richtig. Hier links. Dann springt da gleich ein Alien runter. Boah. Hier rechts. Ja. Der Kampf zur Sprengung des Schiffs beträgt.
Okay. Vier Minuten. Was? Der geht. Boah, die singt doch da jetzt nicht, oder? Lucky. 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 Lucky's. Obst. Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Der Counter zur Sprengung des Schiffs beträgt 3 Minuten. Oh Mann. 3 Minuten, Leute. Nicht mehr lang. Ich glaube, gleich kriegen wir nochmal einen Besuch. Kletter da hoch. Und jetzt? Was jetzt? Was? Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit. 2 Minuten sind ganz schön eng, ne? Achtung! Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Der Counter zur Sprit 2. Ja. Minuten. Ja! Hat geschafft, oder was? Oder nicht? Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Wir sehen uns bald wieder, Amanda. Sei brav, ja? Ich liebe dich. Ja, Leute, damit ist das nächste Special zu Ende. Wow, das war ja nochmal richtig spannend. Das war ja viel besser als das andere Alien-Special, fand ich, das, was wir zuerst gespielt hatten. Hat wirklich nochmal ordentlich Laune gemacht und ja, einfach geil. Das Spiel ist so der absolute Oberhammer. Ich freue mich, wenn ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da. Ich freue mich auch immer über die Kommentare, wisst ihr ja. Wir sehen uns in dem nächsten Türchen. Ciao, ciao, dein Dulok.